wenn Kind wollen, werden sie zu jedem Inhalt kommen. Das fordert uns heraus, dass wir eben permanent reden sind, am Austauschen mit ihnen. Im LiveNet-Talk wagen wir uns auch immer wieder an schwierigere, schwere Themen her, weil das schlicht auch dazu gehört. Man her muss schauen zu Entwicklungen, die wirklich schwierig sind. Und das wird heute, da kann ich gerade schon vorauswarnen, sicher wieder eine von dieser Sorte sein, ein LiveNet-Talk, wo wir ja auch problematische Entwicklungen in unserer Gesellschaft werden anschauen. Wir reden über das Thema Pornografie und was das für Auswirkungen hat, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, auch gerade im Thema nachher Gewaltbereitschaft oder wie das ihr Verhalten, Beziehungsfähigkeit und so weiter beeinflusst. Und ich freue mich sehr, dass ich dort ausgewiesenen Fachmann seit über 20 Jahren in der Beratung tätig in diesem Bereich kann begrüssen. Das ist der Rolf Riedmann. Herzlich willkommen, Rolf. Grüße. Er ist therapeutischer Berater im Bereich Sexualität und Identität. Die Organisation, wo du schon lange damit unterwegs bist, nennt sich Wüstenstrom. Gell? Und wir gehen direkt rein. Ich habe es schon angekündigt, das ist ein bisschen sicher ein schweres Thema, wenn man über das redet. Wieso beschäftigt dich das aktuell so stark, Rolf? Weil ich gerade ein Buch lese und zwei Söhne habe, in dem Alter 13 und 16. Und voll mit in der Auseinandersetzung bin. Ich komme gerade gestern noch ziemlich gefrustet, mit der Regula telefoniert. Und Regula Lehmann, ja. Lehmann. Mit dir auch, ja, dran ist dort, ja. Jawohl. Und sie wäre ja heute auch mit mir zusammen da gewesen, ursprünglich. Und sie hat gesagt, aufgeben ist keine Option. Ich habe ihr gesagt, ich bin ein bisschen resigniert. In der ganzen Auseinandersetzung. Es gibt Kinder, die sehr gut können ihre Internetzeit regulieren, sehr diszipliniert können sie, aber es gibt auch Kinder, die das nicht so gut können. Und mit denen ist man dann, je nachdem, wenn sie Handy überkommen, von mir aus mit 12, bis sie erwachsen werden, am Ringen und kämpfen. Und wir haben so einen Sohn, da ist es ein bisschen anspruchsvoller. Und ich bin konfrontiert worden mit meiner Resignation gegen ich will noch mehr, noch mehr, noch mehr Internetzeit und keine Haltung, keine Grenzen kennt, phasenweise. Und wenn ich mich erlebe, und ich verstand viele Eltern, die mir das auch in Vorträgen zurückmeldet, wir haben resigniert. Und da würde ich einfach nochmal sagen, Resignation im Internet darf einfach keine Option sein. Ja. Wir ringen um unsere Kinder, und wenn es 5 Jahre ist, um mehr. Und das ist ein Ausdruck von Liebe, dass man dort sie nicht aufgeben im Internet. Und der hat ja Film gestaltet, professionell produziert, die Regula Lehmann und auch. Die Regula übrigens ist krankheitshalber heute jetzt nicht dabei im Talk, aber ihr geht dort auch gemeinsam bei diesem Thema. Und die Frage, die ihr stellt, dort hier drinnen, lassen wir Kinder im Internet alleine? So ist auch der Titel von diesem YouTube-Video, wo wir auch noch verlinken entsprechend. Ist das so? Ja, wir lernen, das ist tatsächlich eine Beobachtung, Kind weitgehend allein. Wenn auch viele haben gar keinen Schutz, haben vielleicht ein, zwei Gespräche mit dem Kind, wo man sagt, hey, aber pass auf, und hat dann manchmal das Gefühl, das lange. Und die anderen haben dann noch einen Schutzfilter drauf, wo vor allem auch Pornografie, Gewalt, Drogen ausfiltert. Aber nur schon dort, jeder Filter hat Mängel, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Wenn Kinder wollen, werden sie zu jedem Inhalt kommen. Das fordert uns heraus, dass wir eben permanent reden sind, am Austauschen mit ihnen. Und Silke Müller, der das Buch ich gerade am Lesen bin, das ist das andere, was mich herausfordert, wo sie
Vorschläge gemacht, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollen. Und sie hat ja keinen christlichen Hintergrund meines Wissens. Und ich bin erstaunt. Leiterin von einer grossen Schule, oder? Genau, ja. Schulleiterin. Ich weiß nicht, wie viele 100 Kinder sie verantwortlich ist. Und ein sehr eindrückliches Buch geschrieben hat. Und sie hat die ganze Liste und ein Nachhaltig, da hat sie viele Punkte. Sie sagt sogar, wenn ein neues Kind auf Facebook, Instagram unterwegs ist, geht zuerst einen Account anschaffen und bewegt euch mal eine Woche dort rein, dass ihr nachher wisst, was eure Kinder machen. Sie sagt auch bei Spielen, spielt einmal eine Woche oder zwei das Spiel, bevor es dem Kind geht. Und könnt dort auch mal in die Chat-Funktion und schaut mal, welches Suchtpotenzial die Online-Spiele oder die Social-Media-Kanäle haben. Also sie empfiehlt das richtig gehend. Das sind schon mal so zwei, drei Tipps, die sie gibt. Und ich habe gemerkt, ja, dafür können wir auch lernen. Sie fordert uns auf, nachhaltig und dranbleibend unsere Kinder zu begleiten. Sie sagt, da könnt ihr auch wieder mal ihre Freunde durch, so nach ein paar Wochen, mit wem chattet mein Kind, mit wem ist mit Snapchat, Instagram, X und wie all die Plattformen heissen unterwegs. Und bleibt dran. Das passt eigentlich letztlich gut mit einer Studie aus England, Medienstudie, auch in den skandinavischen Ländern, wo man sagt, ein Kind bis 12 Jahre sollte nicht länger wie 45 bis 60 Minuten vom Bildschirm sein und nie allein bis in das Alter. Und gerade die nordischen Länder, wo eigentlich ab der Kita wollen schon Kind mit Bildschirm konfrontieren, nehmen das wieder zurück. Also man fängt an, wieder auch Kind schützen vor dem Bildschirm und die Empfehlungen werden wieder enorm viel konservativer. Ja. Und das sollte uns hellhörig machen. Ich halte es, die meisten Eltern würden mir sagen, und auch ich, 45 Minuten für einen 12-Jährigen ist jenseits von der Realität. Aber das sind Fachleute, Wissenschaftler, die Empfehlungen kommen aus Studien und die müssen wir ab und zu wieder mal hören, was uns die Fachleute erraten. Jetzt schauen wir doch noch ein bisschen genauer her, einfach einmal, was da für Zustände herrschen, was eben, glaube ich, viele Eltern auch ein bisschen, noch nicht auf dem Schirm haben oder die Augen vielleicht verschliessen oder nicht einfach dem genug Aufmerksamkeit geben. Ich merke auch, ich habe jetzt einen 9-jährigen Sohn, oder? Da kommt noch etwas auf mich zu in den nächsten Jahren, wenn du jetzt so erzählst. Und hat es viele, die sich sicher die Gedanken machen. Was sind denn dort für Themen? Weißt, man hört eher so ein bisschen von, man wird sexuell angegangen auf sozialen Medien, Penisbilder werden verschickt, so ein bisschen das, oder als Teenager-Mädchen bist du vielleicht besonders im Ziel, Fernrohr von solchen Menschen, von Tätern. Ist es das, oder würdest du weiterziehen? Ja, das sind ganz viele Themen, die dahinter stecken. Ich habe einen Rundbrief zum Beispiel geschrieben, Wüstenstrom, Gefangen im Netz. Das ist ein Filmprojekt aus Tschechien, glaube ich, wo man zwei Frauen, die über 18 sind, aber wirken wie 12-jährig, dann hat man denen auf Snapchat, Instagram, Facebook ist bei Jungen out, aber so bei Social Media ein Konto eröffnet. Man hat ihnen die Regeln gegeben, ihr dürft von euch aus nicht provozieren. Und der Film ist dermaßen eindrücklich, wie schnell das es geht. Da reden wir von Minuten, bis sie die ersten Dickpics, also Penisbilder, zugeschickt bekommen oder Kurzvideos zugeschickt bekommen. Da gibt es ein Video dazu, da kann man sich unterdessen auch bestellen. Der heisst Gefangen im Netz. Das ist mal so ein Phänomen. Der Versuch hat übrigens auch Silke Müller gemacht mit einer Kollegin, dass sie so einen Account angeschafft hat. So, das ist ein Phänomen. Mhm. Dann haben wir in der Pornografie
das Phänomen, dass Gewalt, 80% sagt man, haben Gewaltanteil in den Partners drin. Also unglaublich viel. Das ist, die Zahlen sind aus einer Studie. Und so wundert es uns nicht, dass Kinder, die Porno schauen, mit der Zeit das Gefühl haben, Gewalt, also das kann verbale Gewalt, aber auch körperliche Gewalt sein. Und wir haben einen Forschungsbericht aus England, wo die Forschungsleiterin dann schreibt, ich werde nie das Mädchen vergessen, das mir vor ihrem ersten Kuss mit ihrem 12-jährigen Freund erzählte, der sie dann würgte. Er hatte es in Pornos gesehen und hielt es für normal. Und der Bericht hören wir nicht sehr schmal. Es gibt auch eine Studie, ich schätze, dass die aus dem Jahr 2015 ist, dass immer mehr Frauen von ihren Freunden oder Männern zu Analverkehr gedrängt wird. Und man sagt, der Trend kommt auch aus der Pornografie. Es gibt auch Modetrend, wie zum Beispiel Ganzkörperrasur. Die haben ihren Ursprung in der Pornografie. Also man merkt, die Pornokultur, die in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist, ich habe schon mal in einem Strassenkaffee, wo ich vorbeigelaufen war, gesehen, einen, wenn er Pornos schaut, im Strassenkaffee. Also das kommt wirklich in der Gesellschaft an. Und damit eben auch die Verrohung. Und eben Verrohung, ja, das ist ein Wort, das die Silke Müller häufig braucht. Das hast du mir schon gesagt vorher, was sie beobachtet in den Schulen. Die Schwelle ist irgendwo an einem anderen Ort. Genau, neben der Gewalt und der Trend von der Pornografie erweitert Silke Müller das Thema nochmal stark. Sie hat 8 Fälle, die sie selber erlebt haben in ihrer Schule, wo sie total auch, man kann sagen, aus den Socken gehauen hat. Was Schüler heute erleben, wir reden hier von 12-Jährigen, ab 12-Jährigen bis 15-Jährigen sind ungefähr die Beispiele. Und ein Beispiel ist Challenge, also so eine Art Wettbewerb, den man macht, von mehreren 12-, 13-jährigen Mädchen, würde ich sagen, Teenager, wo eben, wer kommt sehr Stickpick, Penisbild über. Und wo sie den Chatverlauf angeschaut haben, haben sie gemerkt, das ist ein hochpornografischer Chatverlauf. Und neben dem Schock, was für Bilder das ihr kommt, es beschreibt Silke Müller auch, woher haben die Mädchen den Wortschatz? Woher wissen die, wo sie sich bewegen müssen, um möglichst schnell zu diesen Bildern zu kommen? Das gehört heute zum Wissen von 12-, 13-Jährigen dazu. Da sind wir jetzt auch wieder bei Pornografie. Sie beschreibt aber auch Gewalt gegen Tiere. Also ein Katzenbaby im Mixer, voll drauf. Alles gefilmt, also Gewalt gegen Tiere oder ein Video von einem Fußballmatch mit einem Hundewelpen, bis es tot ist. Und das habe ich also auch meinen Sohn, der 16-Jährige, gefragt. Er weiß davon, dass es so Filme gibt. Und sie beschreibt, Silke Müller, ja, Snapchat oder TikTok, die haben schon den Filter drauf, wo das auch rausgefiltert wird, aber ich kann mir auch vorstellen, für die Menge vom Material dauert das einen Moment. Das merken wir auch, dass es vielen Plattformen nicht wirklich gelingt, Pornografie sofort rauszufiltern. Trotz der Technik, KI, künstliche Intelligenz, geht das immer noch nicht ganz. Sie beschreibt eine Kastration von einem Mann live, wo man davon ausgeht, dass der echt ist. Dass Folter, so Videos umgereicht wird. Das geht halt über Technik, oder eine Vergewaltigung vom Kleinkind im GIF. Also GIFs sind so kleine Filme, die sich endlos wiederholen, so ein paar Sekunden. Und die Polizei hat dort angeläutet in ihrer Schule, sie sind aufmerksam gemacht worden. Und wir haben eben nicht nur das Problem, dass die GIFs abgeladen werden aus dem Internet, sondern per Airdrop untereinander austauscht werden. Sie haben dann den Schüler geholt zum Gespräch und gefragt, woher das hat. Nach 10 Schülern haben sie aufgegeben, wie sie gemerkt haben, wir hätten die Hauptschule hier im Büro, wenn wir jetzt weitergehen würden. Also, die Video verbreitet sich nicht einzeln, sondern in gewissen Kreisen flächendeckend. Und die Polizei geht davon aus, dass das eine echte
ein echter Missbrauch ist von einem Mädchen. Also wir decken da unglaublich sexuelle, nicht sexuelle Gewalt, auch Kriegsbilder von der Front vom Ukraine-Krieg, Kinder, die verschossen werden, live gefilmt und so weiter. Unglaublich brutale Gewalt. Ja, wie gesagt, also, sind ja, wir müssen mal heute eine Pause machen, wenn man das hört, oder? Ich meine, das ist ja fast unerträglich, wenn sich das dann auch jetzt vorstellt. Ich selber habe die Videos noch nie oder nichts von dem Mal gesehen, was du jetzt beschrieben hast. Aber ich habe gesagt, heute wird ein Talk sein, wo sicher verstörend kann sein, wenn man sich das eben vorstellt und wo schwer ist. Und du das hier noch eins platzieren. Man schaut da irgendwo ein bisschen, ein Böse ins Auge direkt, ins Gesicht. Also, das ist, was mir jetzt so entgegenkommt, wenn ich das höre, was du mir da beschreibst. Es hat eine Gewalt und eine Verrohung und eine Brutalität, die etwas, das ein bisschen dämonische Anteil hat oder klar dämonische Anteil hat. Und wenn ich das so vielleicht salopp vorträge, dann ist mir beim ersten Mal lesen, ich weiss nicht, ich hätte können schreien, brüllen, kotzen, auf gut Deutsch gesagt. Ich glaube, und das ist auch der Silke Müller ihres Anliegen, das ist auch schon seit 20 Jahren mein Anliegen, wir müssen anschauen. Und ich bin 20 Jahre unterwegs und was mich schockiert ist, wie wenig denn tatsächlich anschauen. Dass man kann schreiben kann, wenn ich einen Rundbrief schreibe, dann geht doch einige hundert Adressen, zum Teil null Rückmeldung. Null. Auf solche? Ja. Darstellungen. Und ich auch anbieten, ich könnte auch in die Gemeinde, in die Jugendarbeit, könnte ich gerne reden. Null. Null Resonanz. Das ist das, was uns manchmal schwer auflädt, dass wir das Gefühl haben, wir können auch so erzählen und sagen, bitte, Liebe zu unserem Kind heisst anschauen, auch wenn es schwer ist. Nicht die Augen verschliessen. Das deutet auch wieder auf eine Art Resignieren dorthin oder auf schwierig zu deuten, was, gell, genau. Also wir müssen, ja, also ich bin irritiert, dass ich schockiert bin und darüber berichte und es hat keine Resonanz oder kaum Resonanz. Und nicht resignieren, das ist ein weiterer Versuch. Darum komme ich gern und sage, ich gebe nicht auf. Auch da, aufgeben ist keine Option. Wir müssen das wissen und wir müssen anschauen. Und das ist der dringende, doch auch Appell an die Eltern, an Lehrer, an Jugendverantwortliche in der Gemeinde. Können Sie es anschauen, nachdenken, Hilfe schaffen, ins Gespräch mit euren Jugendlichen, fragen Sie, ob Sie das auch kennen. Und holen Fachleute. Oder, ja. Lesen Sie mal so ein Buch. Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Und ich meine, es gibt ja auch eben wie diese Anlaufstelle, wo du selber dafür stehst, Rolf. Oder es gibt das pornofrei.ch, wo wir auch so ein Beraternetzwerk versucht zusammenzubringen, wo auch Menschen sind, wo der können, ja, fachlich kompetent Leute begleiten. Also da gibt es Hilfe. Und gleichzeitig eben das Problem, wie du schon hast gesagt, man hat das Gefühl, es dreht immer wie schneller und wie noch verrückter. Okay. Einmal habe ich eine Reportage gesehen, NZZ-Format, das ist mir auch so eingefahren, über Deepfake-Pornografie. Dass künstliche Intelligenz das jetzt schafft, dass Menschen unfreiwillig in einem Porno landen plötzlich. Und das sei auch schon, sie haben von Millionen von so Fällen schon geredet, die es gibt und wo zum Teil Politikerinnen, eine wird dargestellt in Schottland, ist durch so eine Kampagne kaputt gemacht worden. Das Video, das viral gegangen ist. Ja.
Also durch das kann man heute ja kein Video mehr trauen. Das ist auch ein Thema, wo sie sagt, wir müssen über das reden mit unseren Jugendlichen, also nicht über nur die brutalen Sachen. Wir müssen auch ihnen sagen, was ist eine Filterblase. Also dass man, wenn man auf Google geht oder auf TikTok und sich anfängt Video zu schauen, das heißt ja problematisch, wenn man Trans-Video schaut oder bis Suizid, wo Leute über ihren Suizid reden, dann schlägt Technik oder immer mehr so Videos vor. Und man kommt dort richtig drin rein, Filterblase bei Google. Google weiss relativ schnell, was man sucht und deckt uns immer noch mehr ein mit dem. Und nicht mit der ganzen Wahrheit, da sind wir weit davon entfernt. Wir kommen nur noch einen Ausschnitt über vom Thema. Und das gehört zur Medienkompetenz, denn eben Deepfakes nennt sie auch, wo man redet, dann meint sie auch über Framing. Das heisst, nicht nur Hate Speech, also Hassrede gegen jemanden, wo direkt ist, sondern Framing meint ja, man tut gar nicht zuerst einmal gegen Person persönlich schiessen, aber stellt sie in einen Zusammenhang, der nachher total abwertend ist. Das habe ich jetzt über ein Jahrzehnt erlebt, dass man mich in Zusammenhänge stellt, die nichts mit mir zu tun haben, aber mich in einem furchtbaren Licht. So verletzend komplett. Ja, also ein ganz beliebter Trick war, dass jemand sagt, aus dem homosexuellen Hintergrund, ja, er sei in der Beratung völlig, hat das schlecht erlebt und ganz schlimm und ja. Und dann gibt es einen Cut und dann redet er über Wüstenstrom. Und ein ungeübter Leser hat dann das Gefühl gehabt, der hat das bei Wüstenstrom erlebt. Ich kenne die Leute gar nicht. Und das ist ein üblicher Trick, das habe ich schon, als ich noch in Deutschland geschafft habe, vor über 20 Jahren, habe ich das schon erlebt. Das ist ganz ein beliebter Trick, das sogenannte Framing. Das gehört auch zur Medienkompetenz, weil es fällt ja uns Erwachsenen immer schwer, zwischen Fake News und was ist wirklich Wahrheit zu unterscheiden. Und das ist auch ein Thema, wo ich meinte, ich müsste geredet werden. Also Medienkompetenz, tut man denn das zusammenfassen? In der ganzen Breite. Also immerhin kann man sagen, Politik hat doch das ein bisschen jetzt erkannt. Die Weltgesundheitsorganisation anerkennt Pornografie als Sucht seit 2022, oder? Ja. Das kann man mal immerhin als Hoffnungsschimmer so werten. Und dann hat man das Gefühl, in der Politik geht etwas. Auch bei uns in der Schweiz, so, erste Schritte, Jugendschutz im Internet, das ist eine Motion vom Nationalrat Nick Gugger angenommen worden. Immerhin. Ja. Der Guschbein hat vor kurz mal, als er noch Bundesrat war, abgelehnt, Jugendschützen. Heute ist mit dieser Motion sind wir einen Schritt weiter. Ob sie allerdings angenommen wird und ob daraus ein Gesetz entsteht, ist höchst fraglich. Auf der EU-Ebene hat der Rat von der EU jetzt, Fachbegriff fehlt mir da, aber die haben jetzt gerade beschlossen, vorletzte Woche, dass sie keinen Jugendschutz werden EU-weit einführen. Er ist zum Gehen, das ist die grosse Kritik, man kann ihn umgehen. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, wir sollten das unbedingt machen, um auch nochmal den Jugendlichen ein Zeichen zu setzen, vor allem gerade die jüngeren Kinder. Denen fällt es natürlich noch schwer, das zu gehen, weil sie einfach von der Technik noch nicht ganz so viel Verständnis haben. Aber es werden noch eine kleine Anleitung kursieren, wie man das kann umgehen. Das sind wir uns bewusst. Trotzdem glaube ich, ist es eine wichtige Botschaft. Und auch das steht, ich meine, das ist ein Witz, dass heute steht, bist über 18 und dann auch noch schön rot eingefärbt oder bist unter 18. Ja, zu meiner Zeit, als ich pornosüchtig war, ja, das gerade der Anreiz gewesen. 30 Jahre. Das ist lächerlich. Mhm. Und dann haben wir einerseits gesetzt, dass es verboten ist, minderjährige Pornografie zur Verfügung zu stellen. Aber das, was passiert ist, dass unsere Gesellschaft praktisch unseren Jugendlichen die Pornografie, und zwar alle Formen von Pornografie, Kinderpornografie, Zoophilie, also Sex mit Tieren, jede Form findet man relativ leicht.
Mhm. Selbst eben, da reden wir ja dann auch von strafbaren Pornografie, findet man alles. Also ich bin immer noch ein bisschen dort hängen, versuche zu verstehen, warum dass das nicht mehr überall präsent ist und darüber geredet wird, wie man dort Lösungen findet. Ob es eine Art Flucht ist, weißt, vor diesen Themen, weil es ist ja irgendwo eine Zumutung, jetzt das zu hören, weißt, also das Verdrängen, das reinspielt, man ist ja isoliert, weißt, in seiner Wohnung, und komm, ich lasse den links und rechts stehen, weiss es nicht. Das dünkt mich schon irgendwo krass. Ich glaube, unterdessen ist Pornografie so ein breites Phänomen geworden und kein Süchtiger wehrt sich gegen seinen Suchtstoff. Das wird immer schwieriger. Das ist eine These. Ich kann ja nicht mehr mit Thesen bilden, wissen tue ich es auch nicht. Warum man nicht mehr macht, das ist tatsächlich ein Rätsel. Letztlich ist aber Pornografie, trotzdem man alles gratis findet, immer noch ein Milliardengeschäft. Ich habe in der Beratung einen Psychologiestudent, der mir sich auseinandersetzt mit Pornografie bei Jüngeren, also da reden wir so gegen den strafbaren Bereich. Und also unter 18 in der Schweiz hat man ja vor ein paar Jahren das Gesetz gemacht, Herstellung von Pornografie. Und er merkt, dass der Trend auch ist von der Pornoindustrie, immer mehr Jüngere zu zeigen. Und er sagt, der Staat macht praktisch nichts. Der größere Einfluss haben Kreditkartenanbieter. Und da gibt es ja den Fall von Missbrauch, also Live-Vergewaltigungen, wo dann als Pornografie verkauft worden ist, wo dann die Darstellerinnen geklagt haben. Sie sind vergewaltigt worden, echte Gewalt. Und dann haben Kreditkartenfirmen denen die Zahlfunktion gesperrt und das hat dann gewirkt. Also These ist, nicht mehr der Staat hat das Monopol, das andere oder die Hebel, wo sie können ansetzen können, sondern eben Pornografie, es geht ums Geld, Milliardengeschäft. Und dann sind Kreditkartenfirmen. Also wenn wir vielleicht den Partnerschutz einführen wollen, müssten wir uns an Kreditkarten vielleicht mehr wenden, wie an den Staat und seine Gesetze. Also auch hier, wir nehmen alles wahr, was ein bisschen nach einem Funken Hoffnung aussieht, oder? Jetzt auch dort, dass Menschlichkeit dort wieder reinkommen und dem Bösen sozusagen begegnen, wo weißt du, vorhin ist mir also durch den Kopf, viel, was du beschrieben hast, das habe ich eigentlich in das Genre von Horrorfilmen, irgendwelchen Movies hergetan oder versorgt. Und jetzt merkt man, hey, das sind real dargestellte Situationen, oder, wo da die Runde machen. Schon verrückt. Das hat eine Dimension erreicht, wo einem tatsächlich manchmal Sprachlosigkeit bleibt. Mhm. Und sagt, was können wir da dagegen machen? Ja. Die Technik ist so schnell. Und ich hoffe ein bisschen, dass die künstliche Intelligenz eben nicht nur zum Bösen gebraucht wird, wo man dann eben künstliche Pornofilm herstellt mit dem Kopf von einem Politiker. Oder könnte auch von mir sein. Da kann man alles machen. Da könnte man auch Kinderpornografie machen. So viele alles machen. Dass aber die Technik ausgeschafft wird, um gute Filter zu machen und um bessere Schutzfunktionen vom Internet. Das wäre ja vielleicht auch eine Hoffnung und eine Möglichkeit, wieder ein bisschen mehr Schutz anzubringen. Hm. Ja, danke vielmals, Rolf Friedman, für den wirklich schonungslosen Blick einfach in die Welt hinein, die, glaube ich, vielen von uns ein bisschen verschlossen ist. Du als Fachmann schaust dort genau her und ich glaube, das rüttelt uns alle zusammen wach. Ich als Vater, also ich kann ja gar nicht anders, als einfach das entgegennehmen und wirklich mir überlegen, wie kann ich da auch reagieren und meine Kinder unterstützen. Ja. Bestmöglich. Ja. Was mir jetzt, du hast auch noch eine Luft geholt, aber was mir noch wichtig wäre, auch noch einfach jetzt reinzubringen, wir haben, klar, das betrifft jetzt, wir sind hier auf einem Live-Net-Kanal, aber das betrifft ja jetzt wirklich die Gesamtgesellschaft. Ja. Du hast gar nicht gross deine christliche Herangehensweise oder therapeutische Herangehensweise erwähnt,
bei gewissen Identitätsthemen wird das wahrscheinlich dann schon auch stark hineinspielen, aber sonst ist es grundsätzlich natürlich weit und offen, oder? Ja, ein ganz breites Thema. Ich habe für meinen letzten Rundbrief, wie gesagt, ich habe bestellen über Info@wüstenstrom, mal den biblischen Begriff angeschaut. Unzuchthurerei, das ist im Griechischen Porneia. Und bin auch nochmal verschrocken. Die Bibel ist radikal. Vom Alten Testament ins Neue Testament, alle Sexualität außerhalb einer Ehe von einem Mann und einer Frau bezeichnet die Bibel als Unzuchthurerei. Und wenn man dort Offenbarung 22, ich glaube, ist der Vers 15, lässt, keiner wird in den Himmel kommen, wo Unzucht betreibt und auch dort hinein bleibt, sich nicht dagegen wehrt, sich nicht dagegen kämpft. Und das erlebe ich im evangelikalen Bereich, wo ich ja hauptsächlich arbeite, auch in der Pornografie, dass das auch dort ankommt, macht ja jeder, ist einer von den Sätzen. Wir kennen Beispiele von Frauen, die ihren Männern Pornografie empfehlen, weil sie überfordert sind mit den sexuellen Forderungen von ihren Männern. Es sind mehrere Beispiele, die wir persönlich kennen. Es ist nicht harmlos, was man macht. Und Pornografie gehört auch zu dieser Unzucht. Das ist ein Kunstwort von Porneia, Graphein. Graphein ist gravieren, kennen wir das deutsche Wort. Aber ist auch darunter zu verstehen. Also da nochmal der Appell, prüfen das, sind weise. Kümmert euch, es ist nicht harmlos, geistlich nicht harmlos, was wir hier machen. Ach. Danke vielmals, Rolf. Wir werden sicher noch einige Angebote verlinken. Wie gesagt, das Video, das wir eingangs erwähnt haben, da könnt ihr gerne auch noch drauf schauen und es natürlich auch teilen, mithelfen, dort sensibilisieren mit dieser Allianz, von wo Rolf Friedman, Regula Lehne und weitere im Netzwerk von pornofrei.ch dran sind. Da würde ich euch herzlich auch einladen dazu. Seid auch wach, seid auch dabei, wenn wir da sensibilisieren für die Thematik. Danke vielmals, dass ihr trotz der Schwere, die der Talk sicher hatte, euch einfach mit dem jetzt auseinandergesetzt und euch konfrontieren mit dieser ganzen Thematik. Und wir sehen uns schon gleich wieder. Danke vielmals fürs Hineinschauen und auf Wiedersehen. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/videopartner.